Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder Need for Speed Heat. Und ja, ich mache da gerade wieder mal ein Rennen mit meinen Lotus. Oh, und bin schon vorne. Das soll nichts heißen. Oh, wo geht denn das hier rum? Scheiße. Da. Genau, ich versuche eigentlich ein bisschen Geld mal zusammenzukratzen, solange. So, komm schon. Solange wie mir die Polizei nicht am Arsch hängt, sollte das eigentlich gehen. 95.000 habe ich mittlerweile zusammen. Ich will eine neue Karre. Nicht, damit die jetzt nicht gut ist. Die habe ich ordentlich getuned. Turbolader eingebaut, tiefer gelegt, breiter, härter. Ne. So, und jetzt will ich da noch das Rennen fertig machen. Das gibt nochmal 25.000, aber nur wenn ich Erster werde. Und danach mal zur Garage, zum Händler und mal gucken, was der Schönes hat. Hab nämlich wieder einige Wagen freigeschalten und jetzt will ich mal gucken, ob ich da nicht irgendwie noch was anderes mir holen kann, was mir gefällt. So, wir drücken mal hier aufs Gas. 240. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Was? Wie viele Runden kommen noch? So, wieder die Kurve nicht gekriegt. Scheiße. Das gibt ab und zu so ein paar Kurven. Das sehe ich einfach nicht. So, die geht. So, Vollgas bergauf. Hauen wir mal das Lachgas durch den Zylinder. So, wo sind die anderen? So, online bin ich auch. Ich spiele jetzt eigentlich nur noch online, habe aber noch nie mit irgendjemandem Rennen gemacht hier. Aber vielleicht sieht mich ja der ein oder andere von euch. Oh, das war sehr schlecht hier. So, da machen wir gleich nochmal hier Lachgaseinspritzung und dann geht's weiter. Ich muss sagen, wenn ich noch reden muss, fällt mir das irgendwie noch schwerer hier zu fahren. Wenn ich schweige, geht's eigentlich besser. Was für ein Ausblick. So, bergab können wir ruhig ordentlich Gas geben. Sind da in der zweiten Runde. Jetzt kommen wir gleich wieder durch Ziel. Da kommt die erste Runde. Jetzt sind wir ordentlich schnell. Meine Fresse. Hoffentlich drückt uns der Spoiler runter, damit wir da genug Antriebsdruck. Ne, wie heißt das? Anpressdruck. So, diesmal habe ich nichts berührt, bin aber ziemlich langsam geworden. Dafür ist das Auto heil geblieben. So, dafür räume ich da alles ab. Gehen wir hier wieder bergauf. Drücken nochmal hier auf den Knopf. Jawohl. So, jetzt haben wir haben ja drei Autos momentan. Genau, wir haben was Amerikanisches. Wir haben was vom BMW und den Lotus. So, jetzt läuft's. So, war denn das der vierte? Ist mein Lotus so schnell geworden, damit wir jetzt schon den vierten überrunden? Wenn ich nicht aufpasse, überrunde ich mich noch selber, so schnell bin ich. Entschuldigung, du hättest eh nicht geschafft. Ne, das ist der fünfte? Hä? Noch 500 Meter mit 250, 253 und Scheiße, ist das Ding schnell.
So, ein Glück habe ich ja vor nichts Angst. 4 Minuten 55, erster im Ziel. Das war mein Plan. 25.000 als Belohnung. Das passt. So, da machen wir nicht lange Federlesen hier. Da machen wir hier... wo ist er denn? Da ist er. So, Schnellreise. Jawohl. So, ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, was ich momentan alles für Autos freigeschaltet habe. Vielleicht ist es auch noch zu wenig Geld. Das könnte natürlich sein. Damit es für die Karre, was ich gerne hätte, vielleicht nicht reicht. Aber wir gucken mal. Okay, den Mustang. Der wäre noch günstig. Den Pontiac Firebird. Sehr kultig. Der Nissan sieht komisch aus. So, Plymouth. Der wäre auch noch cool. So als Muscle Car. Ford Mustang. Ist das ein... Das nicht immer eins. Nö. Es sind sehr viele amerikanische Buick. Sehr viele amerikanische Autos dazugekommen. So einen haben wir. Ein Dodge Charger. So, jetzt wollen wir mal gucken. Dann haben wir da einen Nissan. Warte mal, wem gucken wir hier? Mercedes, das wäre auch noch was. Infiniti. Das wäre nichts für mich. Dodge Challenger. Wäre auch noch cool. Oh, warte mal. Da sehe ich was Cooles. So ein Porsche. Was 718, was? Der wäre natürlich cool. Warte mal, was haben wir noch? Den Ferrari kann ich mir irgendwie noch nicht leisten. Da fehlt mir irgendwie noch voll das Geld. Unzureichende Mittel. Der gefällt mir auch nicht. Aber der Porsche... Was haben wir da noch? Ein BMW M3. Lotus haben wir schon. Also ich würde den Porsche nehmen. Auswählen. Den kaufen wir. Porsche 718 Cayman GTS. Jawohl. So, möchtest du in den neuen Wagen verwenden? Nö, den stelle ich mir ins Wohnzimmer. Na klar will ich mit dem fahren. Meine Güte, die stellen Fragen, die kann man sich doch selber beantworten. Boah. Warte mal, da muss ich aber noch in die Tuninghalle. Warte mal, ich muss mal die Reifen warm fahren. Nicht damit wir da mit kalten Reifen losfahren. Boah. Okay. So, da geht hinten der Spoiler hoch, so ab 120. So, wir müssen mal hier ordentlich Anlauf nehmen und dann machen wir da einen neuen Geschwindigkeitsrekord mit einem neuen Porsche. So. Wie ist denn da die Kurvenlage? Katastrophe. Hi. Oh. Hey. Warte. Und? Wie läuft's? Gut. Super. Und bei dir? Hab neues Auto. Geschrottet. Dein Auto, oh. Du hast ja keine Ahnung. Ich träum schon davon, der Klein von nebenan hier Gurka zu stehlen. Es ist pink und hat Pedalen. Wie schnell fährt das Ding? Bergab ziemlich schnell. Hör zu. Ich könnte dir was leihen. Nein. Danke. Ich weiß es zu schätzen. Aber das ist meine Sache. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Bis später. Oh, da ist eine Schanze. Ich glaube, ich werde mal über die Schanze fliegen. Dann mache ich erstmal das Auto richtig kaputt. Nö, wir wollen das ja tunen, aber ich glaube, doch ein bisschen Geld habe ich noch.
War das was? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. So, warte mal. Wir machen jetzt hier nochmal die 10.000. Die nehmen wir noch mit. So, da können wir nachher wenigstens die Karre tunen. Okay, warte mal, wo ist denn hier die Werkstatt? Die muss doch gleich hier sein. Da ist sie doch. So, dann fahren wir mal in die Werkstatt und schauen, ob der, mein Kollege hier, auch ein paar Tuning-Teile für so einen Porsche hat. Das hört sich aber auch krass an. Ist das hier? Hier ist doch zu. Nee, hier ist es. Ah, leise angeklopft, gehen wir mal in die Werkstatt. So, hab mir da was Neues gegönnt. Nicht schlecht. Die Zeit der Rostlauben ist offenbar vorbei. Ja. Die Zeit der Rostlauben. So. Optik. Karosserie. Warte mal, ich muss anders anfangen. So, wir machen erstmal hier. Ändert sich nicht so viel. Front. Ja. Okay, gekauft. So, was haben wir noch hier? Stoßfänger. Was ist denn hier unten? Da können wir noch so eine fette Carbonlippe. Boah, meine Güte, die reiße ich mir ja komplett ab. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 30.000. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Boah, da können wir auch noch so Dinger ranbauen. Das drückt uns komplett auf den Boden. Wenn wir mit 350 km/h über den Highway cruisen. Nö, das ist gut. Cool, mit so Luftschlitzdinger hier dran. Jawohl, machen wir auch. Die Karre wird richtig geil. Wahrscheinlich geht mir vorher das Geld aus. So, so einen dezenten Spoiler. Das wäre nicht schlecht. So, was haben wir jetzt? Das Heck. Das ist auch noch wichtig. So. Ich muss sagen, das Original gefällt mir am besten. So, was haben wir hier? Ha! Scheiße. So, da haben wir sicher noch irgendwie so Diffuser-Zeugs. Oh, Carbon, das sieht gut aus.
So, haben wir auch. Kurz speichern. Die Farbe müssen wir auf jeden Fall noch ändern. Warte mal, kann ich hier mal... Da müssen wir die Buchstaben ändern. Das machen wir mal weg. So, gehört das. Jawohl. So, Lackierung. Jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Bibliothek. Aha, das ist das, was ich habe. Community, das ist das, was man selber die Community eigentlich machen konnte. Aha, da kann ich selber gucken. Nee, warte mal. Ah, jetzt habe ich wieder verkehrt gedrückt. Da. So. Wenn wir mal die Leute hier eine Chance geben, die da so viel Zeit investiert haben, um da so schöne Autos zu kreieren. Das sieht natürlich cool aus irgendwie. Bots Code Time erstellt. Gefällt mir irgendwie gut. Ich glaube, das nehme ich. So, jetzt haben wir noch 18.000. Jetzt haben wir zwar eine gut aussehende Karre, aber jetzt sollten... Ah, nee. Wir müssen hier mal bei Tuning. Tuning. Kurbelwelle. Turbo. Da reicht das Geld nicht. Fahrwerk. Da könnten wir schon was machen. Driftfahrwerk. Racingfahrwerk. Straßenfahrwerk. Alles andere ist ein Rückschritt. Ich glaube, wir müssen das Straßen. So, was haben wir denn noch? 18.000 haben wir noch auf dem Konto. Bremsen. So. Moment. Es lädt. Antrieb. Wir nehmen da so eine professionelle Kupplung. So, dann habe ich bloß noch 4000. Dann muss ich bald mal raus. So, da haben wir jetzt noch nicht viel an der Leistung dran geschraubt. Okay, da muss ich noch ein bisschen sammeln an Geld. Was ist denn hier? Auspuff. Wir haben ja einen Auspuff. Kühlung. So, jetzt haben wir wirklich kein Geld mehr. Okay, ich würde sagen, wir fahren noch eine Runde. Am Tage. Dann kann man auch den Wagen schön sehen. Boah. Was für ein Teil. Wenn ich das mein Junior zeige, dann will er bestimmt damit fahren. Oh, der gefällt mir richtig gut. Den würde ich natürlich in echt eventuell vielleicht mal sehen, auch fahren. So. Boah. Okay, da ist noch einer. Der ist noch besser getunt wie meiner. Der hat noch irgendwie auf dem Dach so ein Ding jetzt drauf gehabt. Also ich finde es cool. Ich würde sagen, wir werden das nächste Mal hier mit einem Rennen veranstalten. Und bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.